Hallo, da bin ich nochmal mit dem angekündigten Dorin Beats Haul. Und zwar habe ich ja schon reingeguckt. Es kam alles in einem richtig schönen roten Organza-Säckchen. Und habe ich einfach mal querbeet bestellt. Und zwar fange ich an mit den hier. Und zwar sind das Ausstechformen. Und ich fand die so niedlich, weil die auch ziemlich klein sind. Und im Moment, das ist erstmal die Sternform. Das ist die Nummer. Und zwar gibt es die im Doppelpack. Das möchte ich euch mal zeigen. Die gibt es im Doppelpack. Und die waren damals drin im Wochenenddeal. Und da habe ich gedacht, ein Wochenenddeal für, ich glaube, 64 Cent, 89 Cent oder irgendwie sowas. Da habe ich gedacht, geil, machst den Warenkorb. Hin und her, muss dann noch ein bisschen arbeiten und keine Ahnung. Das war vormittags gegen 9 Uhr. So, gegen Mittag wollte ich dann bestellen, war ich dann soweit fertig, wollte ich dann bestellen. Und da war es raus. Da war es aus dem Wochenenddeal raus. Das kann ja nicht sein. Ich das denn gesucht, ja, dann habe ich jetzt für eine Packung 1,89 Euro bezahlt. Aber ich finde, das geht trotzdem. Dachte ich für Fimo, weil ich finde, die passen ja so ganz schön für Fimo-Sachen und so. Und die gleichen nochmal in rund. Erstmal zeige ich euch mal mit der Nummer. Falls ihr ein Interesse habt. Und wie gesagt, ich kriege 6 Ausstechformen. Und die gleichen halt nochmal in rund und ja, 1,89 Euro. Gott, ich breche das zusammen und ich finde, das passt trotzdem noch. Ja, jedenfalls waren die da dabei. Dann ganz, ganz kurz, die habe ich bei eBay ersteigert. Nicht ersteigert, die habe ich bei eBay irgendwie für 1 Euro. Das sind so goldene. Moment, ich mache das mal auf. Moment. Das sind so goldene Halbperlen. Ja, und die durften auch mal mit. Ja, 1 Euro ist jetzt ein bisschen teuer gewesen, aber keine Versandkosten, kein gar nichts. Und ja, das ist dann halt so nebenbei mal gewesen. Dann habe ich bei Dorin Beats die hier bestellt. Und leider gibt es ja, da habt ihr erstmal die Nummer. Und das sind 500 Stück. Und leider gibt es ja nur noch die und die anderen, die ich euch gleich zeigen werde. Weil ich hatte ja damals noch die hier bestellt und alles. Also die habe ich jetzt in lila, rot und rosa. Habe ich ja noch. Und ja, die gibt es leider nicht mehr. Warum auch immer. Und da gab es dann noch grün und blau. Und also mal rein theoretisch, ganz ehrlich, rein theoretisch müsste man sich echt alles bestellen. Und ganz, ganz schön. Jedenfalls habe ich mir die mitgenommen. Und auch bei der Gelegenheit in einem Atemzug die rosan. Die sind so eismäßig, wie sagt man denn dazu? So gefrostet, würde ich jetzt sagen. Habe ich mir dann gleich nochmal mitbestellt. Und natürlich auch einmal in Clear. Das sind jetzt die Nummer. Das ist jetzt eine kleine Größe mit 80 Stück. Dachte ich, das reicht erstmal. Verbraucht mal 80. Wir machten bitte schön 80 Engel. Wenn man die anderen dann auch noch macht und deswegen habe ich gedacht, ein paar hatte ich ja dann immer mal im Tauschpaket von sämtlichen Leuten und deswegen habe ich 80 Stück erstmal, das reicht, dachte ich und dann fragt mich nicht, was ich mir dabei gedacht habe, also das war ja ein absoluter Fehlkauf hier, das sind 5000 Stück, hier habt ihr die Nummer, das sind Bindringe. Und zwar sind das, ich meine, ich habe mir die genommen, weil die so, ja, was stand da? Grau? Graumetall oder irgendwie sowas? Und die waren nicht teuer, die haben 39 Cent oder sowas gekostet, weil die auch im Haul im Deal waren. Und ja, die sind jetzt, oh Gott, Moment, ne? Die sind jetzt, wo habe ich die? Man hat auch echt kein Lineal, wenn es drauf ankommt. Ne? Man ist so überhaupt nicht vorbereitet. Da muss ich noch ein riesen fettes Ding mitnehmen.
Und zwar haben die 3 mm Durchmesser. Und ja, mal gucken. Vielleicht haue ich die auch nur in Tauschpakete rein oder so. Ich muss mal gucken. Also ein paar werde ich selber behalten, aber ich werde mal schauen. Also jetzt liegt ja noch einiges an, wer was mit Tauschen zu tun hat und so. Und deswegen. Dann habe ich mir so ein 10er, hier habt ihr die Nummer. Das sind 10 Stück solche Lederhalsbänder. Von sämtlichen Farben. Warte. So, das haben wir auf alle Fälle weiß, blau, rosa, rot und braun. Also 10 Stück in 2 Farben. Und ich wollte euch das mal zeigen. Mit Karabiner dran und Kette. Und ja, ich wollte die eigentlich für Fimo-Sachen nehmen. Und ja, mal schauen. Ne? Also ich fand das jetzt nicht so schlecht. Und die waren auch im Sale 91 Cent maximal. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber schaut nach, Nummer hatte ich euch ja reingelegt. Wenn ihr Bock drauf habt. Oh, die riechen auch ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Also ich halte euch, wie gesagt, nochmal die Nummer rein. Und ja, also wenn ihr Bock drauf habt. Dann habe ich mir bestellt die hier. Das sind solche Metallschleifen. Da sind 10 Stück drin. Hier habt ihr die Nummer. 71, 3x9. Da sind 10 Stück drin. Und da weiß ich, die haben 64 Cent gekostet. Und da wollte ich die einfach mal ausprobieren. Von den Anfang. Achso, brauche ich nicht. Und die sind so schön. Die sind Metall. Die kannst du biegen. Das verbiegt nicht. Die kannst du aufkleben. Und ich fand die so toll. Mal gucken, was ich damit anstelle. Also ich werde mir mal die Nummer raussuchen. Und ich werde mir die definitiv, wenn die im Sale sind, werde ich mir die definitiv nochmal bestellen. Die sind so toll. Schöne Größe, finde ich super. Weil ich habe gedacht, die sind wirklich so klein. Ne? Aber die haben eine super schöne Größe und finde ich top. Also davon werde ich mir definitiv mehr bestellen. Weil für Scrapbook ging, also für Alben, für Karten, für alles Mögliche lassen die sich mit Sicherheit wunderbar verwenden. Und wenn das nur als für ein Album ist, als Öffnung oder als Schließmechanismus, also da lassen sich definitiv locker schöne Sachen mitmachen. Dann habe ich mir, und das war jetzt einfach nur, weil die ein paar Cent gekostet haben, hier habt ihr die Nummer, Breads gekauft. Das sind so Tannenbaum-Breads. Und ihr wisst ja, Weihnachten kommt. Und da habe ich mir dann gedacht, also ich habe da schon eine Idee mit für den Adventskalender diesmal. Und das habe ich denn damit. Dann habe ich mir Charms gekauft mit der Nummer. Das sind 30 Stück. Das sind so Schlüsselherzen oder Herzen mit dem Schlüssel. Ich hole euch da mal einen raus. Wenn sich die Tüte öffnen lassen würde. Die sind auch schön schwer, also ist kein Metall oder so, also kein Kunststoff. Und ich finde die so schön. Ja, wie gesagt, 30 Stück sind da drin und oh, die haben echt auch ein paar Cent gekostet. Die waren auch im Weekend Deal. Dann habe ich mir noch die gekauft. Mit der Nummer sind 50 Stück. Und zwar sind das solche Tags. Beziehungsweise, Tags sage ich schon. Ohrring beziehungsweise Kettenhalter. Hier könnt ihr die runter machen. Oder hier könnt ihr rausdrücken, falls ihr Ohrringe. Und ich fand das so toll. Und ja, ein Tütchen rein und fand ich schön. Da sind jetzt 50 Stück drin. Finde ich super. Die wollte ich unbedingt haben. Weil wegen Fimo-Ohrringe oder Anhänger oder keine Ahnung.
Und ich finde die, dass man die so besser, ne, wenn ich die verschenken will oder verkaufen will oder wie auch immer, finde ich die einfach ganz toll. Und die haben auch nur 91 Cent gekostet. 91? Ich glaube 91 Cent gekostet. Fand ich mega, mega. Durften auch mit. Und zum Schluss, dann ist der Karton auch leer, habe ich noch Tütchen bestellt. Einmal die in Blau. Ex Bentley for you steht hier drauf. Und hier natürlich auch. Und ja. Hier habt ihr die Nummer. Einmal mit der 59 am Ende und einmal mit der. Also das sind völlig verschiedene Nummern, ne? Also, das sage ich jetzt mal so, wie es ist. Hier habt ihr beide Nummern. Und ja, wie gesagt, habt ihr einmal in den beiden Farben. Gleiche Größe. Also ich denke mal, das sind 100 Tüten. Also ich nehme einfach an, das sind 100 Tüten. Weil da steht einfach nur eine 1. Und ich gehe einfach davon aus, das sind 100. 100 oder 200 Tüten sind es locker. Na, also, und die waren echt nicht teuer. Bloß die mussten mal sein und ja. Das war's. Also es kam immer mal was an, ne? Deshalb musste ich jetzt mal so sagen, ob das jetzt eBay ist oder so. Bloß bei gewissen Sachen muss ich ganz krass sagen, es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich ja nicht für zwei Teile die Kamera anzuschmeißen. Und normalerweise habe ich gedacht, oh, ich sammle und aber dann ist man, ne, weil es irgendwann mal so aussieht wie Sau und man ist dann schon im Aufräumen und ganz schlimm. Und dann ist es weggeräumt. Zum Beispiel habe ich mir auch die Dinger gekauft, also jetzt nicht in der Dose, also nicht die Dose, sondern der Inhalt. Das sind so kleine Acrylcharms und ne, sowas kam beispielsweise auch schon an. Das, die haben 35 Cent, das sind jetzt drei Pakete, also nicht mehr drei Pakete, ich habe ja schon welche aussortiert, sag ich jetzt mal. Ne, also drei Pakete und für eins habe ich 35 Cent bezahlt. Das ist unterschiedlich, also es kam allerhand an, also immer mal was und ich habe mir jetzt auch gerade, weil die im Angebot waren, irgendwie 50 Cent oder so, habe ich mir jetzt im Teddy, im Kick oder so, zwei solche Stanzer gekauft. Und die machen sich ganz toll. Die sind neu, deswegen stehen sie da noch. Und ich habe die auch schon mal gestanzt. Könnt ihr das mal sehen? Ich finde die so toll. Fokus. Da könnt ihr das mal sehen. Habe ich schon mal ausprobiert. Und wie gesagt, ne, es kam immer mal was an. Und muss euch das jetzt alles immer rauszukramen, das wäre Wahnsinn. Auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ich weiß auch immer nicht, mögt ihr Holz, mögt ihr nicht, weil Doreen Beatzhall macht ja mittlerweile so viele. Bloß ich wollte euch das gerne mal zeigen, weil ja ewig nichts mehr von mir kam. Und die nächsten Sachen, denke ich mal, werden sein. Und zwar haben die lieben Bastelmami und ich uns gedacht, dass wir Ostern mal was Spezielles machen. Und da kommen natürlich definitiv auch Videos und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen und dass ihr dann auch dabei seid. Ja, wenn ihr mal Anregungen oder so, ich habe auch mit Fimo was gemacht, aber das ist, Moment, ich kann euch das mal ganz kurz in die Linse halten, aber wie gesagt, ist noch nichts. Ist noch nichts Dickes, da sind noch einige, also ich muss ja noch einiges fertig machen. Ich habe viele Sterne gemacht, die bearbeitet werden wollen. Und ja, das ist halt, ne, einiges habe ich euch schon gezeigt, einiges bin ich jetzt am